Ich bin übrigens Terraner und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2, 2 Der gegen 2. Terraner muss wallen! Ja, du musst auch. Ne, auf dieser Map kann ich alleine wallen, das ist in Ordnung. Ja, weil ich habe gehört, die Terraner Wall ist besser als andere Walls. Ja, vor allen Dingen kannst du halt mit der Terraner Wall das Depot hoch und runter machen, während du als Protoss immer einen Lückenversi brauchst. Oder ein Lutscher. Ja, aber irgendetwas in der Lücke oder steht. Oder Lückenlutscher. Halt. So, jetzt mach mal laden hier. So, los geht's. Doppelzirk, das kann mir heiter werden. Ich tippe Dafür auf geh du mal scouten. Ich tippe auf irgendeinen Cheese. Nee, ich kann auch scouten gehen, ist in Ordnung. Jetzt bin ich auf dem Weg. Ja gut, dann geh scouten. Ich kann das nicht so, dass ich ein Depot nicht bauen kann. Das ist gut. Nein, Cyrock, das hast du mir versprochen, das nicht zu machen. Versprochen habe ich gar nichts. Doch. Hör auf zu lügen. Doch, doch. Sonst wird er gleich vom Blitz erschlagen. Von Storm? Genau. Aber das gibt's ja Protoss. Dann werde ich gleich vom Blitz erschlagen. Keiner macht Nein, wir haben ja gar keine Protoss-Gegner. Immer der richtige Schuss. Immer zur richtigen Zeit. Was singst du eigentlich immer für Lieder, die ich überhaupt nicht kenne? Du bist doch jünger als ich. Er macht ja nichts. Das ist müsste, hier. Müsste ich doch die tollen Fußballstars. Weiter scouten. Weiter scouten. Du Baser Ozora, Junge. Nicht in die Eco-Line laufen. Sonst kannst du doch surrounded werden. Ja, aber nicht, wenn ich einen Mineral Walk mache. Ja. Ne? Man hat mir ja gesagt, ich soll Vertrauen in dich haben. Okay, aber es ist auf jeden Fall kein Early Pool, das ist schon mal gut zu wissen. Ich hätte doch selber scouten sollen, dann hätte ich den vernünftig steuern können. Ich hätte den früher scouten sollen, weißt du, da will ich einmal scouten. Ja, du musst jetzt die Bases abscouten, ob die die genommen haben. Einmal die Gold und dann unten. Spawning dann kannst du dich zurückziehen. Spawning Pool beim Gichnas. Ja, die Frage ist, wann der gesetzt wurde. Das ist die entscheidende Frage. Jetzt kannst du nochmal eben zu dieser Base gehen und dann kannst du nach Hause fahren. Oder zum Watchtower. Fahr mal lieber zum Watchtower. YY drücken. So, weiter Worker bauen. Hab ich gehört, ist ganz okay. Du gehst wieder worken und du gehst ins Gas und du machst überhaupt was! Warten! Ich bin schon unterwegs. Base ist noch nicht genommen. Ich habe wieder Lust auf meinen Liberator-Style tatsächlich, aber der ist gegen Doppel-C, glaube ich, nicht so das Whoopa allergeilste. Whoopa Liberator-Style! Muss ich leider sagen. Das ist ein Overlord in deiner Base. Oh, unten ist eine Base. Die müssen wir aber gleich mal abreißen da. Sammel doch Gas. Okay. Das dürfen wir so nicht zulassen. Nice, der Reaper. Ich fahre aber trotzdem mit Nein, die Queen. Ein Hitpoint. Also wir dürfen das tatsächlich so nicht zulassen, was die da machen, ne? Ja, aber was soll ich machen? Haben zwei Golds. Golds. Ich hab's heute mit Pluralen. Muss nochmal rausschicken. Dein Worker. Muss nochmal rausschicken, dein Worker. Muss nochmal rausschicken, dein Worker. Dein Worker musst du nochmal rausschicken. Wohin denn? Du wolltest den irgendwie nach draußen schicken. Das Depot war noch oben. Das habe ich gesehen. Ach so. Ja, da kann auch der machen, der gerade zurückkommt. Das kann Ding. Da kann er das genauso gut. Das ist auch gut. Ich habe übrigens einen Overlord rausgenommen von Gegner. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Der macht aber voll Spaß, dazu sagen, ey. Wie sagt mein Vater? Der hat das auch immer gesagt. Sag ich doch. Was machen wir denn jetzt gegen die eine Base? Ja, wir machen auf jeden Fall einen frühen Push. Okay. Weil ich machen könnte, ist hier vorne Pylons hinsetzen. Ne? Ja, mach machen. Lieber unten an deiner Base, nicht da. Okay, dann lass das mal. Ich vergesse immer, dass da auch eine große Ramp ist. Bin sowieso Supply-Block jetzt. Aber das ist gut. Bis jetzt ist noch alles gut. Oder? Bam. Dead Micro. Was? Hast du mit irgendwas verloren oder was ist da passiert? Nein. Ich hab Stutter Step Micro mit einem Reaper betrieben. Ist das gut? Ja, da mein Gegner dabei alles verloren hat und ich nix. Ja. Das ist gut, ne? Darf nur nicht so viele Mineralien parallel aufbauen. Erkenne ich irgendwann ein Problem. Dass die alle noch kein Linkspeed haben. Also gut, wenn einer kein Linkspeed hat, ist klar, dass die anderen die dann auch kein Linkspeed haben. Aber die spielen ja nicht, ey, so schlimm. So. Also wir sollten nicht allzu ferner Zeit mal einen Push setzen. Die Base rausnehmen da unten.
Auch wenn hier Mining bei ihm sehr, sehr stark eingeschränkt ist an der Gold, weil ich da immer mal wieder ranschaue. Ich habe 8 Kills mit diesem Reaper. Das ist aber nicht gut vom Gegner. Das ist nicht gut. Also normalerweise darfst du mit dem Reaper überhaupt keinen Kill bekommen. So, ich ziehe mich mal mit allen hier wieder hin. Ich hätte doch mehr Gates geedet. Wo sind die denn hin? Noch nicht fertig. Alles klar, kann man was machen. Unten, unten, unten. Wir werden gepusht. Overcharge. Sehr gut. Bitte den Ravager fokussieren mit dem Overcharge. Ist egal. Angreifen, du Move Commandest gerade. Okay, Entschuldigung. Ich hab den falschen Knopf. Nochmal Overcharge. Dann halten wir das. Komm, komm, komm. Schnell, schnell ausklappen und du reinwurpen. Das ist eng, aber wir sollten es eigentlich halten können. Ja genau, jetzt kommt dann ein Reinforcement und damit sollten wir es auf jeden Fall halten. Gut, ich baue mal... Nicht gleich zurücklaufen, aber... Ich baue mal ja, die Pilots waren gut, ne? Die brauchen wir wieder. Mach ich auch. So, ich habe leider Overlords nicht... Das war schon mal gut, das war gut! Ja, vor allen Dingen war das ein ziemlich harter Push von denen, das heißt, die haben ziemlich schlechte Eco vermutlich. Das war gut auf alle Fälle. So, wann habe ich denn eigentlich Stim? Gleich. Oh, Stim ist schon... Nee, Stim ist noch nicht ganz durch, aber fast. So, dann machen wir jetzt mal eine Forge. Erstmal den Pilen da noch nachbauen. So, jetzt wieder Worker bauen. Hast du Gas über zufällig? Jo. Kannst du mir das mal ein bisschen geben? Selbstverständlich. Können wir weiter Medivacs bauen und dann können wir gleich mal den Push setzen. Bitteschön. Wobei ich jetzt Supply Lock bin. Aber ist egal. Ja, Terraner haben ja diese Imba-Fähigkeit, dass sie hier Supply Calldown nutzen können. So, dann, ja, wobei, so stark ist unser Armee. Doch, du hast ziemlich viele Adepten, ne? Naja. Lass mal eben noch auf die zwei Medivacs warten bei mir und dann pushen wir. Mach eigentlich meine Probes da drin, ne? So, dann lass mal pushen jetzt. Was mach ich denn da für ein Bullshit? Was macht der Gegner denn da für ein Bullshit? Lass den Mothership Core hinten. Achso, du hast einen Oracle gebaut. Ja. Und greifst du bitte mit an? Vielleicht? Ich flieg kurz raus. Ja, ich greif schon mal an. Du brauchst viel zu lang. Ja, tut mir leid, ich bin mit dem Oracle kurz in Sicherheit. Ja, aber wichtiger ist, die Goldbase rauszunehmen. Ja, kriegen wir hin. Das ist gut. Das ist gut. Die Linke waren absoluter Base gerade von denen. So, also die Gold sollte man wieder abreißen können. Ja. Das ist gut! Das ist gut! Läuft doch heute! Ich habe das Gefühl, ich spiele nicht gut, aber es ist trotzdem irgendwie gewinnen wir. Ich muss einfach öfter nicht gut spielen. Da sind wir schon fast wieder in Gold 1. Oder die Gegner sind einfach so schlecht. Ja, ich glaube, daran liegt es hauptsächlich. Unser MMR ist hier so stark gedroppt. Ich habe jetzt zweimal nacheinander nach Gefühl gespielt, was ich als nächstes baue. Einmal mit dem Darkshine und einmal mit den Oracles. Und zwei haben wir gewonnen. Ich sollte öfter nach Gefühl spielen. Jetzt habe ich das Gefühl, auf jeden Fall auch sagen muss, das ist wieder unser Main-Account, ne? Also vor allen Dingen der von Zahlrock. Also das ist jetzt hier ja, nicht irgendwie nach den kurzen Placement-Matches oder so, wie wir es im letzten Match hatten, wo er halt nicht Protoss gespielt hat. Das stimmt. Das ist wieder der Account, wo er nur Protoss drauf spielt. Und ich habe jetzt zweimal nach Gefühl gespielt. Jetzt habe ich das Gefühl, Disruptor wären ganz okay. Es kommt drauf an, was unser Gegner ist. Das stimmt. Ja, ich habe halt gedacht, du hast gesagt, die dürften nicht so viel Eco haben, dass da hinten noch keine Cannon stehen, weil die so einen frühen Push gespielt haben. Dann habe ich eine Oracle nach vorne geschickt. Gut, dann meinetwegen spielen diesen Match Disruptor. Irgendwann wirst du es machen müssen. Und wenn wir dieses Match halt verlieren... Ja, erstmal, erstmal gucken, was passiert. Ja, wenn wir da, wenn irgendwie was anderes besser wäre, dann machen wir das. Also Disruptor kannst du gut gegen Lurker spielen. Oh Gott. Wenn das kommt, dann habe ich schon wieder keinen Disruptor Bock mehr. Kannst du einigermaßen akzeptabel gegen Stalker Marines spielen, wenn der Proto-Stalker spielt. Und gegen Marines kannst du halt splitten. Da sind Kolosse besser. Kolosse machen sicher Schaden. Bei Disruptern hast du... Fehlschussgarantie. Ja, und wenn du mal fehlgeschossen hast, dann kann der Disruptor halt erstmal eine halbe Minute lang gar nichts machen. Das stimmt, die habe ich gesehen. Die haben eine sehr hohe Abklingzeit. Ja. Das bei Stalkern ist es einfacher, weil Stalker haben nicht ganz die hohe Geschwindigkeit wie ein gestimmter Marine. Ja, aber toll, Stalker, das Match hat schon mal ein Spieler, der diesem Dienst zugewiesen war, hat das Spiel verlassen. Aber mit Stalker kannst du doch rausblinken. Ja, aber am besten machst du das so, dass der Gegner geblinkt hat und du dann drauf schießt, dann kann er nämlich nicht mehr weg. Achso, also quasi ein Fake-Schuss und dann ein richtiger Schuss. Ja, gibt auf jeden Fall. Also normalerweise. Die Munition hat das Ding nicht. Also es gab eine Zeit, wo Disruptor extrem beliebt war im da hat man halt immer Stalker Disruptor gespielt. Ich guck währenddessen mal aufs Handy, da habe ich einen Kommentar von Artcrafter gekriegt, wie immer halt. Und Match damals bestand eigentlich daraus, nach vorne zu blinken, wenn du den Disruptor killst, bevor der Schuss losgeht, ist der Schuss ich auch einen weg. Ich habe einen Tipp von Artcraft gekriegt. Versuch mal, die Scrollgeschwindigkeit hochzustellen. Da treffe ich mit der Maus nichts mehr. Da habe ich schon ausprobiert. Was hast du denn überhaupt für Einstellungen? Moment.
Bei Gameplay, nicht bei Gameplay. Bei Gameplay kannst du übrigens die Farben ändern. Ja, von toll. Mir ich mach mal. Unseren Gegnern. Maus und Tastatur wären die Sachen. Okay. Also, ich habe das auch alles auf 20. Maus-Sensitivity habe ich auf 70. Maus ich alles auf 20. Ich auf 20. Ja, genau. Ah, nee, Maus-Empfindlichkeit habe ich auf 50. Habe ich auf 70. Ich habe aber, glaube ich, sogar, das darf man zwar gar nicht erzählen, aber ich glaube, ich habe sogar noch die Zeigerbeschleunigung aktiviert, oder? Boah, das ist nicht gut. Ja. Das hat Bonchmann Mann gesagt, das ist nicht gut. So, zweites Spiel, wir spielen gegen Doppelprolos. Aber wenn man sich daran halt gewöhnt hat, dann ist es so ja, das kenne ich völlig in Ordnung. Wir spielen gegen Doppelprolos. Ja, ich bin auch Protoss, also. Wir spielen. All Protoss, dieses Game. Kannst du Disruptor spielen, wenn du willst. Oh Gott. Ja, okay. Ich hab musst du aber nicht. Wenn du es nicht willst, dann bin ich froh. Die schreiben schon wieder so viel, da kommt gleich ein Schieß. Hat jeder einen Satz geschrieben oder eine Zeile. Das ist genau viel, das ist nicht gut. Nagorek sucht übrigens einen neuen 2 gegen 2. Das habe ich schon öfter probiert. Ich habe sogar schon Angebote bekommen. Ja, eben. Dann nimm doch mal die Profispieler. Ah, so viele Profispieler waren leider nicht dabei. Achso, sonst wär's ja schon weg. Ja, ja. So muss man mit dir aushalten. Das stimmt. Jetzt bau doch das Gas, ich hab da doch angedrückt, ey. So. Oh, da sind sie schon. Hab ich doch gesagt. Cannon Rush. Oder ist das dein? Nein. Okay. Warum Cannon Rush? Ich hab grad nur dieses gehört. Da dachte ich, da ist irgendwo eine Dingens, eine Cannon. Wir haben beide ein Warp Gate gebaut, also Cannon Rush ist unwahrscheinlich. Okay. Gut. Ich klau mal wieder Gas. Das ist gut. Oh, der andere hat sich vorbereitet. Gast hier, der hat jetzt Doppelgas genommen. Finde ich frech. Langweilig. Finde ich frech von ihm. Lässt sich gar nicht das Gas von mir klauen. Ein bisschen später. Wollen wir am Anfang ein bisschen aggressiver was machen? Was wäre denn ein bisschen aggressiver? Dann muss jetzt doch direkt ein zweites Gateway bauen. Da wollte ich sowieso machen. Und dann gleich Stalker-Chrono boosten. Übrigens zwei, Ich hab ne Probe hier gesehen, ja. Die hat bei mir nur kurz nachgeguckt, was da so kommt. Das ist gut, wenn wir hier machen, das ist gut. So, mein Zerbentix-Core war ein bisschen spät. Oh, wir werden doch hier eventuell angegriffen. Da ist ein Rush. Kriegst du das hin? Das ist die Frage, was er macht. Möglicherweise faked er auch nur. Weil eigentlich haben die keine Dingens. Ja. Dann nochmal angefangen. Also was ist jetzt eigentlich Sache hier? Ja, das weiß ich ja nicht. Woher soll ich das wissen? Ich weiß das nicht. Nicht Adepten bauen, Stalker bauen, habe ich doch gesagt. Ja, aber ich habe jetzt einen Adepten gebaut, weil du, da halt kam Aggression. Ja, aber gegen das ist Stalker auch besser. Okay, Adepten sind gut gegen leichte Einheiten, aber gegen Gebäude sind Stalker definitiv besser. Tut mir leid, das wusste ich nicht. Ich glaube, das war mehr faker als alles andere. Brauchst du jetzt Double Stalker gerade? Ja. Ja. Gut. Am besten Chrono boostest du die auch immer halb-halb, ne? Next Level Tricks. Ja, Next Level Tricks. Da bin ich noch nicht so gemacht für Next Level Tricks. So, und dann hast du jetzt schon, hast du sogar mehr als ich. Ne, jetzt haben wir gleich viel gleich. Zack. So, dann lass mal nach vorne. Jetzt schon? Mit ja, das Pass? Ist ja das Spannende. Den Pass. Das ist jetzt so ein Chrono-Boost auf Warp-Gate. Du baust aber weiter Stalker nach. Wie kannst du das eigentlich dir leisten gerade mit dem Nexus? Eigentlich solltest du das nicht leisten können. Hab ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Konstanten. War auch vom allem anderen. So, ich glaube nicht, eben noch den Nexus vergessen. Nehmen vorher und dann können wir eben schauen, ob da was geht. Oh, wir sind vorne. Wir sind vorne, das ist gut. So, und vorne hochgehen. Lass mal direkt rein, ja. Zu einem, geh mal zum rechten. Und ich gehe, hier ist erstmal ein Zellet. Hier ist ein Zellet erstmal. Ja. Da ist ein Mapperschirm. Das ist immer viel spannender. Nicht in den Overcharge rennen, ne? Mach du mal Schaden, ich versuche die Mothership-Core abzulenken. Alles klar. Das ist gut! Ich bin leider verpeilt, vernünftig nachzubauen. Overcharge ist ausgelaufen, jetzt kann ich da wieder durchlaufen.
weiter auf Stalker bleiben, ne? Oh, wir haben den Magic Core getötet. Ich wurde leider ein bisschen surrounded. Ja, sehe ich. Okay, das wird ja, bist du auch so surrounded worden. Hast du defensiv, wir müssen ein bisschen defensiv was haben gegen das, ne? Gegen das gesehen. Oracle? Ja. Nein. Was? Aber gegen Oracle habe ich was. Alles kein Thema. Musst ein bisschen dann auch mit deiner Natural aufpassen, ne? So, ich gehe auf Blink. Geht es durch, alles. Gut, was machst du? Was? Mit der Twilight, was hast du da vor mit? Worker bauen, Blink. Ich werde gleich wieder Anschuss kriegen, weil es mir mittlerweile völlig egal. Also, ich empfehle das keinem Silberspieler zu machen, aber meinetwegen. Also, du weißt schon, wie man vernünftig blinkt, ne? Ja, yeah, wir werden angegriffen vorne. Einheiten bauen, auf jeden Fall. Ja, Mothership Core jetzt, ich habe auch einen irgendwo. Wo ist der Mothership Core hin? Warum ist der schon wieder da weg? Jetzt noch Overcharge. Boah. Guten Erfolg, ist gut. Da kommen auch noch mehr. Ja, ja, nicht alles blöd verlieren da. Am besten im Overcharge kämpfen. Ja, wo ist denn der? Der kommt mir nicht an. Ich kann deine Pilots nicht overchargen. Genau. Okay, alles gut. Am besten setzen wir vorne mal eben Pylons an die Ramp direkt. Auch wenn ich aktuell eigentlich überhaupt nicht. Alter, das sind deine Pylons! Ich hab grad kurz, Gott sei Dank hab ich noch reagiert und gesagt, ihr Tech Move, deine Pylons. Alles gut. Warum? Die gerade gebaut wurden oder was? Ich dachte, da stehen Gegner! So, wir müssen halt auch ein bisschen was abstellen in der Eco-Line gegen das Oracle, blöderweise. Ja, hab ich doch. Ja, nur wenn wir dann vorne gleich angegriffen werden, dann, ne? Verstehst du unser Dilemma? Nein! Oh Gott, was hab ich jetzt gemacht? Möglicherweise habe ich gerade alle meine Worker neu positioniert. Kein nix für. Also spätestens Blink sollten wir nochmal einen Push setzen. Wie sieht es bei dir mit Blink aus? Also Blink ist bei mir gerade durch. Ja, bei mir noch nicht. Krone hustet das mal schnell, dass das bald durch ist. Ja, das sollte man Blink sowieso machen. Blink dauert extrem lange. 170 Sekunden, glaube ich. Ja, tut mir leid. Habe ich auch nicht gewusst. Ich nehme währenddessen mal das andere Gas. Genauso lang wie, Stim. Stim dauert auch ewig. Ich nehme währenddessen mal die anderen beiden Gasgas hier. Der Mineralien fällt erschöpft. Und dann bauen wir am besten eine Robo. Wir brauchen dringend eine Robo übrigens. Wenn jetzt die Tees gekommen wären. Aber eigentlich dürfen die nicht kommen können, so viel wie die vorhin in den Angriff investiert haben. Trotzdem. Das stimmt, das waren schon ordentlich viele Einheiten, die der Gegner darüber geschickt hat, ne? Blink ist durch. Also problematisch ist halt, eigentlich müssten wir uns irgendwie absichern, während wir unsere Stalker trotzdem mit nach vorne nehmen können. Blink ist durch, ne? Ja. Dann gehen wir mit allen Stalkern, auch die, die du hinten in der Eco stehen hast. Wir müssen mit einem nach vorne. Sonst bringt das nichts. Sicher? Ja. Du musst aber dann aufpassen, dass du immer hinten warpst, nicht vorne warpen. Okay, da ist das Oracle. Bleib mit denen da stehen. Sehr gut. Wenn du das rausnimmst, wäre es perfekt. Blink. Schnell. Oh, schade. Wenn du das bekommen hättest, dann hätten wir nichts mehr abstellen müssen. Nicht mit allem dahin rennen. Nach vorne. Wo bist du denn mit deinen Einheiten? Ja, ich weiß nicht, was die da gerade machen. Ja. Da stehen übrigens ganz viele Gegner. So, jetzt komme ich mit. Ja, das wäre sehr gut. Das ist gut. Wir haben nämlich die Goldbase genommen. Wenn wir die angreifen würden, wäre gut. Komm, geh nach vorne. Und einzelne Stalker blinken, ne? Immer die, die angeschlagen wurden. Okay, sie haben mit allen geblinkt. Nicht Move Commanden, bitte. Ich will den Mothership Core nicht kriegen. Ja, aber da ist ja gerade nichts zum Overcharging. Stalker sind gerade wichtiger, tatsächlich. Oracle ist tot. Und weiter zu den Stalkern gehen. Nicht mit der Base aufhalten. Entschuldigung. Das sieht schon wieder sehr, sehr gut aus für uns, tatsächlich. Ich entschuldige mich für die ganze Gruppe. Währenddessen mal hinten reinforcen. Jetzt kannst du übrigens offensiv blinken. Die gehen auf Carrier direkt. Schnell auf den Carrier-Spieler gehen. Pardon hier rausnehmen. Geh du auf die Armee. Ich bleib bei dem. Weil wir müssen das alles unbedingt anpowern. So, das war ein guter Blink. Der war gut. Wenn da irgendwas Gefahrmäßiges ist, sag mir Bescheid. Dann greife ich mit da ein. Ist, so, halt ich mich. Okay. Nee, 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 nee.
Keine Gefahr, sehr gut, passt. Da wär noch irgendwas in der Robo, die Fortschritt hat was gemacht, die Robo hat was gemacht, aber da habe ich jetzt eigentlich keine Schiss vor gehabt. Nee, das Problem waren die, tatsächlich, Carrier. Wenn die Carrier da gewesen wären. Das also wären wir, glaube ich, 2 Minuten später da gewesen, wobei, dann wären 3 Carrier da gewesen. Hast du gesehen, ich habe einen Oracle abgewehrt und ich hatte viel zu viele Worker in meiner zweiten Base. Sehr gut, hatte 20 du hattest übrigens viel mehr Armee als ich. Was? Ich verstehe nicht. Weil ich da ein bisschen blöd am Anfang getradet habe. Ich habe tatsächlich leider am Anfang vergessen, den Mothership Core zu bauen. Ja, das ist gut, den brauchst du am Anfang nicht. Du bist das ja selber am Anfang aggressiv. Das ist gut. Den Mothership Core hast du am besten gebaut, wenn wir vorne gerade angegriffen haben. In dem Moment, wo da klar wurde, das wird jetzt nicht völliger Sieg, was eigentlich nicht sein hätte können. Nee, ich habe den da gebaut, wo der Gegner auf dich fokussiert war. Da ist der fertig geworden. Und dann ist der in meine zweite Base geflohen. Aber auch nicht so geil. Nee, manchmal hilft F2. Aber muss ich den erstmal wiederholen. So, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Unten jetzt mal ein anderes Projekt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.